Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist auch hier nicht der Fall. Wir kommen jetzt zur Abstimmung, die ich hier bei jedem Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 22, Antrag des Ausschusses für innere Angelegenheiten, dem Abschluss des Staatsvertrages, Vertrag zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit in 1469 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziff. 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Ich bitte jene Damen und Herren, die hierzu Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 23, Antrag des Ausschusses für innere Angelegenheiten, dem Abschluss des Staatsvertrages, Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Durchführung von Artikel 13 Absatz 1 Lit C und Kapitel 6 des Vertrages zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit in 1471 Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Ich bitte jene Damen und Herren, die ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. Auch das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen zu den Punkten 24 bis 26 der Tagesordnung. Und bei den Punkten 24 bis 26 der Tagesordnung der gestrigen Plenarsitzung ging es um das Schubhaftzentrum Vordernberg. Die Grünen beantragen einen unverzüglichen Ausstieg aus den Verträgen des Innenministeriums mit der Gemeinde Vordernberg bezüglich des dortigen Schubhaftzentrums und den Abschluss neuer, transparenter Verträge zum Betrieb der Einrichtung ohne Auslagerung an gewinnorientierte Organisationen. Die NEOS wiederum wollen ein Gesetz, dem zufolge bei der Auslagerung von Sicherheitsaufgaben an Private Rechtsschutz vorgesehen wird, der einem öffentlich-rechtlichen Rechtsmittel gleichwertig ist.